Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Augentraining das Richtige für dich ist, ob das überhaupt seine Berechtigung hast, fragst du dich? Dann bleib unbedingt dran, denn genau das möchte ich dir in diesem Video hier verraten. Denn die meisten wissen nicht, dass Augentraining schon seit über 100 Jahren existiert und das Ganze natürlich erprobt ist und es gibt schon sehr, sehr viele Fälle, wie Augentraining gut funktioniert hat. Und du wirst überrascht sein, auch Optiker und Augenärzte haben früher mit dem Augentraining begonnen, bis sie gemerkt haben, man kann auf eine andere Art und Weise viel mehr Geld verdienen. Also sei auf jeden Fall gespannt. Wir beginnen mit dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Dort hat damals ein junger gewisser Dr. William Bates, zu damaliger Zeit ein Augenarzt gewesen, hat herausgefunden, dass die Augen ja gar keine Konstante sind, ja, sondern sie verändern sich. Wenn man messen würde, sogar minütlich, sogar sekündlich, unsere Augen passen sich jederzeit an für die jeweilige Situation. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich, dass heutzutage so viele Menschen an Kurzsichtigkeit leiden. Denn natürlich, wenn wir viel vor dem Nahbereich sitzen und viel unser Handy an der Hand haben, viel in die Nähe uns bewegen und nicht so weit in die Ferne schauen, dann ist es ganz logisch, dass unser Auge sich darauf anpasst, viel besser zu funktionieren in dem Bereich, wo wir tagsüber auch täglich sind. Und natürlich werden die Muskeln abgebaut und wir nutzen diese Fähigkeit auch nicht mehr so viel, in die Ferne zu gucken. Deswegen kann es halt sein, dass diese Sehkraft mit der Zeit immer weiter nachlässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ätzend, weil wenn wir doch mal in die Ferne gucken wollen, können wir nichts erkennen. Heißt also, was hilft dagegen? Genau, die Brille. Doch leider ist die Brille nicht wirklich perfekt dafür geeignet, denn der Dr. William Bates und auch andere Augenärzte können das bestätigen, auch in der heutigen Zeit, dass unser Auge sich wirklich regelmäßig auf die neuen Situationen anpasst. Haben wir eine Brille, ist das eine Konstante. Also sprich, die ist immer gleich. Wenn sich die Sehkraft jetzt dauerhaft verschlechtert, kriege ich irgendwann eine neue Brille, die wiederum immer konstant bleibt. Heißt also, eine Brille ist eigentlich nicht so wirklich die optimale Lösung. Und früher haben Optiker, das hat sich auch genauso gesehen. Du hattest eine Sehschwäche, sagen wir mal von 2 Dioptrien. Du hast eine Brille bekommen, die war aber nicht 2 Dioptrien scharf, sondern nur 1,75 zum Beispiel. Ja? Also leicht schwächer als dein eigentliches Augenproblem. Dadurch, dass du noch ein bisschen dich quasi anstrengen musstest, haben die Augen sich quasi darauf eingelassen und sich wiederum angestrengt und dadurch wurden sie Stück für Stück verbessert. Dann kamst du wieder zum Optiker, der Optiker hat dir eine neue Brille gegeben, wieder eine schwächere, deine Augen konnten sich wieder ein bisschen anstrengen. Es wurde so lange gemacht, bis die Brille immer, immer dünner wurde und du zum Schluss keine Brille mehr brauchst. Der Optiker hat sich früher gedacht, top, der junge Mann, der kommt jetzt regelmäßig zu mir, bin ich meine 5 bis vielleicht maximal 10 Brillen in kürzester Zeit losgeworden und danach ist der Kunde zufrieden, der kann wieder scharf und klar sehen. Doch dann gab es den feinen und kleinen Unterschied, der heute leider immer noch präsent ist. Denn du musst dir vorstellen, was macht denn mehr Sinn, wie in ein, zwei Monaten oder Jahren einen Kunden zu haben, der dann irgendwann weg ist, genau einen Kunden zu haben, der sein Leben lang dabei ist. Heißt also, der Optiker, der dir jetzt eine Brille verschreibt, verkauft, der wird dich in 10, 15, vielleicht auch noch in 50 Jahren wiedersehen. Ja, du bist quasi jetzt immer mit dieser Brille ausgestattet, weil wenn sie sich verschlechtert, wenn sie kaputt geht, der Optiker ist immer der Ansprechpartner und du gehst immer zu dem Optiker. Egal, ob das jetzt bei dem Optiker ist oder bei jemand anders, letztendlich ist diese Maschinerie die gleiche, denn du bist davon jetzt abhängig, dein Leben lang, wenn du nichts dagegen tust. Anders wie mit dem Augentraining könntest du jetzt deine Sehkraft ein für alle Mal verbessern und falls deine Sehkraft sich im höheren Alter mal verschlechtert hat, kannst du mit Augentraining wiederum genauso durchstarten und hast keine weiteren Kosten, hast auch keine Anschlusskosten, sondern du bist wirklich einmal geheilt, einmal hast du dich verbessert und du brauchst dann keine Brille mehr und bist, wie gesagt, völlig frei. Wie gesagt, sollte sich dann irgendwann mal im Laufe des Lebens sich deine Sehkraft wieder verschlechtern, dann weißt du ganz genau, mit Augentraining schaffe ich es wieder, meine Normalsichtigkeit wiederherzustellen. Ja? Und genau so mit dieser selben Philosophie, wie ich es dir hier vertrete oder vielleicht auch andere Augentrainer, die dir genau das Gleiche vermitteln wollen, gibt es leider aber ein großes Problem. Denn klar, die Optiker, die sehen ihr Geschäft davonlaufen, wenn jetzt jeder Augentraining startet und genauso ging es damals dem Dr. William Bates auch. Er wurde damals ausgeschlossen vom Ärztekongress, er musste sozusagen seine Lizenz abgeben, durfte nicht mehr als Augenarzt auftreten, hat dann aber, weil er sich mit diesem Thema so beschäftigt hat und weil das genauso eine Herzensangelegenheit war für ihn wie für mich, sich mit dem Augentraining beschäftigt und hat die allererste Sehschule ins Leben gerufen. Und das Ganze ist schon mittlerweile über 100 Jahre her und dazu gab es sensationelle Ergebnisse von Menschen, die berichtet haben, sie konnten plötzlich wieder super scharf sehen. Es gab Leute, die haben verschiedene Tricks angewendet, um in kürzester Zeit wieder klar und scharf sehen zu können. Und auch heute ist es natürlich genauso.
Man kann seine Sehkraft genauso gut mit der jetzigen Zeit, mit den jetzigen Umständen genauso verbessern. Denn du siehst vielleicht, ich blende jetzt auch nochmal einen Graphen ein, die Kurzsichtigkeit auch in Deutschland, aber auch weltweit, die wächst immer weiter an, liegt einfach daran, dass wir eine ganz andere Gewohnheit haben wie früher. Ja? Vor 50 Jahren gab es noch nicht so viel Fernseher, noch nicht so viel Handys. Da hatte man halt mehr Zeit, auch in die Ferne mal zu gucken. Heutzutage sitzen wir halt viel vom PC, viel vom Fernseher, viel vor dem Handy und haben einfach nicht mehr so viel Zeit, in die Ferne zu gucken. Ja? Deswegen gibt es diesen radikalen Anstieg und auch immer früher gibt es Brillenträger, also mit jüngeren Jahren. Auch Kinder tragen schon in der Schule immer mehr eine Brille. Deshalb, wie gesagt, dieses Video hier, um euch einfach mal zu zeigen, Augentraining gibt es schon deutlich länger, hat seine positiven Eigenschaften und hat definitiv auch seine Daseinsberechtigung. Denn du musst dir wirklich vorstellen, mit Augentraining kannst du nichts kaputt machen, du hast kein Risiko, du kannst einfach starten. Falls es nicht funktionieren sollte, ist das das Größte oder Schlimmste, was dir passieren kann. Weil wenn es nicht funktioniert, kannst du aber auch keinen Schaden davon erhalten. Eine Brille wird deine Sehkraft immer weiter verschlechtern, weil die Brille nicht schwächer eingestellt ist, sondern stärker, damit deine Sehkraft immer gut funktioniert, auch wenn du gute Augen hast. Also sie nimmt uns quasi das Sehen ab. Heißt also, die Brille wird mit der Laufe der Zeit immer dicker, deine Sehkraft nimmt immer weiter ab und irgendwann hast du den Salat und kannst ohne Brille wirklich gar nichts mehr sehen. Von diesem Status dann anzufangen, sein Augentraining, mit Augentraining seine Sehkraft wieder zu verbessern, dauert natürlich extrem lange. Also wenn du jetzt um die ca. 2 Dioptrien hast, kannst du innerhalb von 8 Wochen definitiv deine Sehkraft verbessern. So verbessern, dass du keine Brille mehr brauchst. Siehe das Beispiel ich. Du kannst dir natürlich auch andere Beispiele von uns angucken. Kannst du gerne auf unsere Webseite schauen. Wir haben ganz, ganz viele Mitglieder, ganz viele Teilnehmer, die uns davon schon berichtet haben, wie sie ihre Sehkraft verbessert haben. Wir sind da sehr stolz drauf. Deswegen können wir das auch gerne mit euch teilen, weil du kannst der Nächste sein, der seine Sehkraft verbessern kann. Und deswegen würde ich dir empfehlen, unten mal in der Videobeschreibung reinzuschauen. Dort der erste Link. Dort kannst du mit dem kostenlosen Augentraining starten, ja, kannst herausfinden, ob das Augentraining was für dich ist, ob das mit deinem Sehproblem überhaupt funktioniert, ob das Ganze ja, funktioniert für dich und dann kannst du direkt durchstarten, deine Sehkraft verbessern. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich dann da wiedersehe und wir gemeinsam an deinem Augentraining arbeiten, dass du bald keine Brille mehr brauchst und deine Sehschwäche bald Geschichte ist. Ja? In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, gerne einen Daumen nach oben gibst für dieses Video. Das motiviert uns sehr, dass wir weitermachen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.